Der Klimawandel ist da und er wird uns wohl mit noch vollerer Breitseite erwischen. Aber bereits heutzutage hat er katastrophale Auswirkungen. Und zwar nicht nur für Natur und Tiere, sondern vor allem auch für uns Menschen. Weltweit, aber auch in Deutschland. Und das Schlimme ist, der Klimawandel ist durch uns verursacht worden. Ja, ihr habt euch das Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt die krassesten Folgen, die es heute schon zu sehen gibt. Also, herzlich willkommen bei Klicksum Science and Fiction. Krankheiten breiten sich aus. Durch den Klimawandel werden sich Krankheiten ausbreiten, denn logisch, Krankheitsüberträger wie etwa Anopheles, Stechmücke, aber auch Nagetiere und Zugvögel, die Krankheiten übertragen, mögen es eher warm und feucht. Durch eine erhöhte Temperatur verbessern sich also ihre Lebensbedingungen und diese erhöhte Temperatur, die gibt es jetzt schon. Aber das ist nur eine Folge des Klimawandels. Auch die Allergiker unter uns, also etwa 20-30% der Deutschen, werden zunehmend leiden. Denn durch den menschengemachten Klimawandel kommt es wohl dazu, dass Pflanzen früher austreiben und blühen. Pflanzen, die allergenes Potenzial haben, werden sich zudem weiter ausbreiten. Und als wäre das nicht genug, wird wohl auch noch das Trinkwasser knapp. Schon jetzt sorgen Keime in warmen und ärmeren Regionen der Erde zu Krankheiten wie Cholera, im schlimmsten Fall sogar zu Epidemien. Und es sterben jedes Jahr 4 Millionen Menschen, weil sauberes Trinkwasser nicht in ausreichender Menge verfügbar ist. Durch den erwarteten Temperaturanstieg, den der Klimawandel wohl mit sich bringen wird, wird das Problem zukünftig noch größer. Durch den Anstieg des Meeresspiegels könnte zudem auch das Grundwasser versalzen werden und durch die mögliche Überflutung von Mülldeponien wird sauberes Wasser noch knapper. Die Luftverschmutzung steigt enorm. Studien erwarten in den nächsten Jahren extreme Hitzewellen als Folge des Klimawandels. Mit der starken Sonneneinstrahlung und den hohen Temperaturen bildet sich aus sogenannten Vorläufersubstanzen bodennahes Ozon. Unterschieden wird zwischen dem harmlosen stratosphärischen Ozon, das uns ja sogar vor schädlichen UV-Strahlen schützt, und dem troposphärischen Ozon. Das ist ein Luftschadstoff, der in der menschlichen Lunge zu krassen Schäden führt und das ist echt nicht ohne. Europäische Studien ergaben einen Zusammenhang zwischen der täglichen Sterberate und der Höhe der Ozonkonzentration. Die Sterberate stieg um 0,3% pro 10 Mikrogramm je Kubikmeter, also 10 Millionstel Gramm Ozon pro Kubikmeter Anstieg. Das Wetter wird immer extremer. Die letzten Jahre waren hinsichtlich der weltweiten Temperaturen rekordverdächtig. Nicht nur 2014, 2015 und 2016, sondern vor allem auch 2017 waren außergewöhnlich. Laut der Weltwetterorganisation WMO hat die Temperatur 1,1 Grad über dem vorindustriellen Wert gelegen. Mit dabei außerdem Temperaturen von mehr als 50 Grad Celsius in Asien, Rekordhurricanes in der Karibik und im Atlantik sowie eine sehr lange Dürre in Afrika. Und ja, lange Zeit haben sich Klimaforschungsteams schwer getan, solche extremen Wetterphänomene in einen direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel zu bringen. Doch mittlerweile machen schnelle Computer und optimierte Klimamodelle das möglich. Und tatsächlich, viele der eben aufgezählten Wetterereignisse lassen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Klimawandel zurückführen. In einer großen Studie haben 33 Forschungsteams aus der ganzen Welt Wetterphänomene im Jahr 2014 analysiert. Die entscheidende Frage: Waren die extremen Wetterereignisse von 2014 auf natürliche Schwankungen im Klimasystem zurückzuführen oder waren sie tatsächlich Folgen des menschengemachten Klimawandels? Thomas Karl, einer der beteiligten Forscher, mit dem Fazit. Wir können demonstrieren, dass einzelne Ereignisse wie Temperaturextreme oft mit den von uns zusätzlich in die Atmosphäre gepumpten Treibhausgasen verknüpft sind. Andere Extreme, darunter Regenfälle, sind weniger eindeutig auf den Klimawandel und menschliche Einflüsse zurückzuführen. Der Klimawandel hat also durchaus Einfluss auf die Häufigkeit und Spannbreite von solchen Extremwetterereignissen. Im Jahr 2014 beispielsweise macht man ihn verantwortlich für die Hitzerekorde in Europa, China, Argentinien und Korea und auch für die lange Dürre in Ostafrika. Die starken Regenfälle im Winter 2013-14 in Großbritannien und die Winterstürme seien dagegen nicht eindeutig auf den Klimawandel zurückzuführen. Und in Zukunft wird das Wetter immer nur noch extremer werden. Dazu Heiko Päth von der Universität Würzburg. Wenn man in der bodennahen Atmosphäre mehr Energie hat, weil die Treibhausgaskonzentrationen gestiegen sind und einen höheren Wärmegehalt in den unteren Atmosphärenschichten bedingen, dann sollte man alleine vom Standpunkt der physikalischen Plausibilität davon ausgehen, dass es in Zukunft mehr extreme Ereignisse gibt. Der Meeresspiegel steigt und nimmt uns unser Zuhause. Erst vor kurzem hat die NASA eine
echte Katastrophenmeldung herausgegeben. Neue Kartierungen zeigen, dass deutlich mehr Gletscher Grönlands von einer Schmelze bedroht sind als bisher angenommen. Nämlich 2 bis 4-mal so viele Gletscher wie bislang angenommen. Und das hat fatale Folgen. Der Meeresspiegel wird stärker und schneller ansteigen als bisher vorhergesagt. NASA-Vertreter Joss Willis sagt, diese Ergebnisse zeigen, dass das Eis in Grönland stärker vom Klimawandel bedroht ist, als wir erwartet hatten. Selbst eine geringe globale Erwärmung hat wohl dramatische Konsequenzen für das Eis in Grönland. Berechnungen zufolge ist es schon heute so, dass die Eisschmelze in Grönland stärker zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt als die Schmelze der Antarktis. Eine komplette Gletscherschmelze Grönlands hätte weitreichende Folgen. Nach den neuen Berechnungen würde der Meeresspiegel dann um 7,42 Meter ansteigen. Und auch wenn Grönland sehr weit von uns entfernt ist, werden vor allem wir in Deutschland, aber auch die Niederlande und Belgien sehr stark betroffen sein, genauso wie Menschen in vielen anderen Ländern dieser Welt, Indonesien, Ägypten, Bangladesch oder Thailand. Wenn der Meeresspiegel nur um einen halben bis ganzen Meter steigt, würde der Lebensraum zahlreicher Menschen komplett unter Wasser stehen. Es gibt Berechnungen, nach denen bereits im Jahr 2050 der Prozess des Abschmelzens unwiderruflich in Gang gesetzt worden sein wird. Wenn sowohl das grönländische Inlandeis und auch die Antarktis-Eiskappe komplett schmelzen würden, würde der Meeresspiegel um 70 Meter ansteigen. Eine absolut unfassbare Vorstellung. Auch hier Berlin wäre unter Wasser. Und schon jetzt passiert in Teilen der Welt der reinste Horror. Durch den Anstieg des Meeresspiegels sind im Pazifik schon mindestens 8 ganze Inseln verschwunden, für immer. Betroffen sind Inseln der Salomonen, einem Inselstaat in der Südsee, und auch Mikronesien, ein Inselstaat im westlichen Pazifischen Ozean. In beiden Regionen liegt der Anstieg des Meeresspiegels weit über dem Durchschnitt. Dort wurde nämlich sogar ein jährlicher Anstieg von 1,2 Zentimetern gemessen. Abgesehen davon, dass ihre Heimatinseln eine große historische Bedeutung für ihre Bewohner haben, sind die Menschen dort gezwungen, alles aufzugeben. Sie müssen also entweder in höhere Regionen umsiedeln oder aber ihr Leben an einem anderen Ort komplett neu anfangen. Eine wirklich traurige Entwicklung. Die Menschen stehen vor existenzbedrohenden Fragen wie: Was passiert mit uns und unserer Heimat? Wo können wir hin? Wie können wir überleben? Was passiert mit unserer Kultur? Werden wir jetzt Teil eines anderen Staates und werden wir dort akzeptiert, so wie wir sind? Und die Zukunft für die Inseln im Pazifischen Ozean sieht nicht gut aus. 6 weitere Inseln dieser Inselketten sind ebenfalls kurz davor, vom Meer verschluckt zu werden. So die traurige Bilanz des Forschungsteams. Glück im Unglück, dass diese zumindest unbewohnt sind und kein Menschenleben direkter Gefahr ausgesetzt ist. Aber auch andere kleine Inselstaaten wie die Marshallinseln und die Bewohner der Malediven beispielsweise, denen droht dieses katastrophale Szenario. Und die Erosion der Küsten ist nur ein Problem von vielen. Das Meerwasser vergiftet ja auch das Ackerland und nimmt den Menschen ihre Nahrungsgrundlage. An den betroffenen Orten wachsen oft nicht mal mehr Kokospalmen. Nicht umsonst gibt es die sogenannte Allianz kleiner Inselstaaten, ein Zusammenschluss von rund 40 Inseln und Küstennationen, die in ihrer Existenz bedroht sind. Auch Orte, an denen wir gerne Urlaub machen, sind dabei, zum Beispiel die Dominikanische Republik, Kuba, die Seychellen oder die Fidschi-Inseln. Es gibt Studien, die prognostizieren, dass im Jahr 2100 ein Fünftel der Weltbevölkerung Klimaflüchtlinge sind. Das sind 1,5 Milliarden. Überflutete Küstenregionen sorgen diesem Szenario nach für eine Massenflucht ins Landesinnere, wo dann nutzbare Flächen viel zu knapp werden. Nahrungsmittel werden knapp. Durch den Klimawandel werden sich Temperatur und Niederschlag in vielen Regionen der Erde verändern und damit auch das Wachstum der meisten Kulturpflanzen. Ernteverluste wird es wohl vor allem in den niederen Breiten geben. Zudem werden wohl auch Pflanzenkrankheiten die Landwirtschaft schädigen. Betroffen sind dann mal wieder die schon armen Länder der Welt, die schon jetzt gegen Unterernährung und Überbevölkerung kämpfen. Und wie gerade erwähnt worden, durch die Geflüchteten aus den überschwemmten Gebieten wird der Platz knapp. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Klimawandel und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video, und zur Begrüßung gibt es auch ein kleines Goodie. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Und hier geht es weiter damit. Dafür auch draufklicken. Klimawandel bestätigt, Skeptiker endgültig widerlegt. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.